So, da sind wir wieder zurück. Und dann gehen wir mal zu den Elfen rein. So. Ich habe keine Schergen mehr. Ich habe das Artefakt zusammengesetzt. Aber es verfügt nur über wenig Energie. Das Kaiserreich versucht, in das letzte Heiligtum einzudringen. Und von dort in euer Reich. Wenn ihr sicher seid, dass ihr damit den entscheidenden Schlag gegen Solarius führen könnt, dürft ihr es mit der Energie aus meinen 4 Schreinen in den unteren Höhlen aufladen. Leider bedeutet dies den Tod der Wesen, die dort leben. Wow, zum Glück lebe ich nicht in Ihrem Land. Im Krieg müssen schwere Entscheidungen getroffen werden. Hoffentlich leiden Sie nicht zu lange. Ich hoffe, dieses Objekt ist Florians Leben wert. Seine Zeit auf dieser Welt geht zu Ende. Ganz besonders, wenn er in Solarius Arena geschickt wird. Der Arme, er ist doch so nett. Beeilt euch, Sie werden bald durchbrechen. Nehmt das Ding doch in die Hand. So. Nehmen wir mal uns ein paar hier mit. Rote. Ein paar blaue noch. So. Dann gucken wir mal. Wen wir da unten haben. So. Wendet jetzt euren Verderbheitszauber auf das Kristall an, um Energie in das Turmherz zu übertragen. Ja. Oh nein, das schöne kleine Bällchen. Es wurde gerade richtig hübsch und glänzte so nett. Ich hätte es als Thron verwenden und wie eine Königin darauf sitzen können. Darunter hättest du viel besser ausgesehen. Wie auch immer. Herr, ihr müsst das Turmherz zurückholen. Es ist noch nicht vollständig aufgeladen. Jetzt machen wir den Shit. Jetzt mal runter gucken. Es ist mitten in einem Wichtdorf gelandet, Herr. Hoffentlich hat es wenigstens einige dieser verkrüppelten Nichtsnutzer zerquetscht. Holt es zurück, bevor sie sich darin häuslich einrichten. Machen wir. Ah, ein Zauberkatalysator. Dadurch könnt ihr mit euren Zaubern viele interessante Dinge anstellen. Ihr solltet dieses Loch abdecken, Herr. Ihr wollt doch nicht, dass ein explodierender Wicht an euch haften bleibt. Junge, die... Diese kleinen Kackviecher. Oh nein!
Ey, dieser Wichtel, ne? Er riecht mich gerade auf. Ich muss hoch, ich muss hoch, ich sterbe. Ich muss hoch. Ich verrecke. Diese scheiß Wichtel. Und dann hast du die ganze Zeit noch diesen Scheiß-Bug, dass es die ganze Zeit nicht funktioniert. Gut so, Wichtlein. Im Zweifel lieber davonrennen. Findet jetzt den nächsten Schrein her. Ihr solltet dieses Loch abdecken, Herr. Ihr wollt doch nicht, dass ein explodierender Wicht an euch haften bleibt. Nicht so. Und blaue Dinger. Stuff. So, machen wir hier. Schnell! Ich möchte nicht, dass die Soldaten in die Unterwelt kommen. Hier sind sowieso schon zu viele Vertreter des Kaiserreichs. Wendet jetzt euren Verderb als Zauber auf das Kristall an. Bin dabei. Es ist ein Geschenk der Erde. Wow, ein leuchtendes Geschenk. Schnell, wir müssen es zu den anderen bringen. Oh mein Gott! Die machen rum! Junge. Wie viele fahren da noch rum? Möglichkeit finden könntet, diese Echsen von unserer Denkweise zu überzeugen, Herr, wären sie ausgezeichnete Reittiere für die Roten. Dann wären noch die Reittiere für die Dings. Das Objekt gehört uns! Wir haben es gefunden! Und wir lassen nicht zu, dass ihr die Schreine und die hübschen Wesen tötet. Unsere Königin erkennt einfach keine negative Ausstrahlung. Lasst sie in Ruhe, Schurke! Thank you.
Das macht doch. Oh nein, er holt uns runter. Mach ich jetzt. Ihr lasst uns keine Wahl. Wir müssen euch wehtun. So muss man scheiß Turm jetzt. Toll, die Hälfte bleibt unten. Die sind ja gar nicht mehr von ihrer Königin begeistert gerade. Wendet euren Verderbheitszauber auf das Kristall an und saugt es trocken. Ja, mach ich. Wäre jetzt richtig ausgelutscht, die Scheiße hier. Oh oh. Des Königs zu werden. Hinaus mit euch! Aua! Genug herumgespielt, Meister. Das Kaiserreich steht vor der Tür. Wir müssen das Turmherz schnell zurückholen. Vielleicht könnt ihr einen Weg finden, ihn etwas abzukühlen. Ich bin gerade am Überlegen. Wo klicken die Roten denn hier oben fest? Ach, Kacke. Jetzt holen wir mal die Dusche, wa? Mein Freund. Ihr wählt alle.
Wo ist er denn? Bleib diesem Lurch am Schwanz kleben. Und dann hackt ihn ab. Hackt ab, was ihr wollt. Hauptsache, er ist tot. Wo will er wieder hin? Dieser Spacken, ey. Da hat mein Turmherz. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir den verarschen können. Lassen wir jetzt hier drüber rollen wieder. So. Ja, ist natürlich toll, dass seine kleinen Viecher uns jetzt denken, ja, wir greifen an. Den da hoch. Ah, okay. Ja. Auch nicht, hä? Komm ich da hoch? Ja, da komme selbst ich nicht lang. Was ist der Plan? Nee. Kommen alle nicht lang. Mal guck. Hier ist ein Stopp. Wie soll ich da hinkommen? Lass ihn den mal hier rüberrollen und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie da rüberkommen. Na, jetzt mal schnell durch. Muss es doch irgendwie. Das muss ja für irgendwas gut sein.
Es muss ja irgendeinen Sinn haben, warum wir... die Viecher herholen können. Okay, kann sie nicht überrollen. War zu früh. Meine Intuition wäre vielleicht, dass ich das Viehzeug herlocke und es dann explodieren lasse und er vielleicht Schaden dadurch erleidet oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Eins ist erst raus, da fehlt aber noch einer. Da ist noch einer. Na. No. Okay. Komm her. So, jetzt. Nee. Oh, du sollst in die Viecher rein. Oh, shit. Wie soll ich das denn machen? Eigentlich müsste ich da schon komplett die Kontrolle haben. Shit, er hat's gekillt. Gut, noch eins im Vieh, komm. Ja genau, bleib da mal stehen. Oh nein, komm zurück. Dieser scheiß Salamander. Guck mal, wenn er den überrollt, passiert aber nichts. Da passiert auch nichts. Meine Fresse. I understand. Tötet ihn, dann können wir das Turmherz holen und seine kleinen feurigen Freunde kontrollieren. Mit den Salamandern an unserer Seite. Ihr müsst den
Kopf zerschlagen. Schade, der hätte gut in meinen Steingarten gepasst. Neben die versteinerte Succubus. Eine Schande. Seht ihr, sie greifen nicht mehr an. Ihr seid ihr neuer König. Die Roten freuen sich sicher, dass sie nicht mehr zu Fuß gehen müssen. Weiter, noch ein Schrein. Und das Kaiserreich wartet auf eine Tracht Prügel. Da. Lasst die Roten aufsteigen und die Salamander über die Rampe ausschwärmen. Ja. Haben wir schon mal das? Verdammt! Sie brechen durch! Beeilung! Lasst sie nicht ins Heiligtum, Meister! Verwendet eure Salamander für die Rampe und haltet sie in Bewegung! So können sie die Soldaten in Brand setzen, ohne selbst verletzt zu werden! Schöner Flammenangriff! Scheiße! Scheiße! Oh nein. Ah. Wieder einen verloren. Dankeschön. Zeigt jetzt den Kristall euren Verderbheitszauber. Reicht jetzt. Scheiße hier. Das war der letzte Schrein. Irgendwie scheint es aber noch immer nicht genügend Pep zu haben. Gebt euch schnellstmöglichst zurück zu unserer kleinen Königin. Vielleicht veranlasst sie das Eindringen des Kaiserreichs ja dazu, noch ein wenig mehr von ihrem Heiligtum zu opfern. Scheiße, ich habe keine blauen. Ein paar blaue holen, dann können wir noch das Mana schnell holen. So. Können wir das Mana noch holen? Junge, geh mir auf den Sack. Ich muss kurz warten, bis meine Dings durchgehen, meine blauen. Eines Flammentier. Hoppala. Eure Mana-Reserven wurden erweitert, Herr. Glaubt aber nicht, dass ihr deshalb unverwundbar seid. Jetzt reicht's hier. So, kommt.
Vergesst nicht, eure Salamander in Bewegung zu halten und für Feuer zu sorgen. Aber die schießen auf mich. Mehr ein hier. Nutzt eure Salamander für die Wichtlöcher. Versenkt ihnen ordentlich den Hintern. Wie hot? Mal gucken. Let's go. Dadurch könnt ihr mit euren Zaubern viele interessante Dinge anstellen. Viele interessante Dinge. Oh, ein bisschen Gold hier. So. Hey, still! So, immer wieder da. Oh, Gott. Ah, Chaos! Keine Zeit zu verlieren, Herr. Das Kaiserreich ist fast da. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sie weiß, wie ihr das